Plant die Bundesregierung nach der Sommerpause die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Menschen sind sehr, sehr verunsichert, auch ob der Tatsache, dass ja nächstes Jahr im 2025 am wahrscheinlich 28. September, also nicht mehr lange hin, in einem Jahr, am 28. September die Bundestagswahlen kommen. Und wir wissen ja, dass die CDU, CSU darüber nachdenkt, die Rente mit 63 abzuschaffen. Und jetzt habe ich eine Mail bekommen von einem besorgten Bürger, der möchte gerne im Jahr 2025 in die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit gehen. Und der hat mich direkt gefragt, Herr Knöppel, können Sie bitte noch mal was dazu sagen? Wird denn aktuell durch die Bundesregierung geplant, diese Altersrentenart abzuschaffen? Wir kennen sie ja unter dem Stichwort Rente mit oder ab 63. Die gibt es natürlich gar nicht, ja. Aber ist ja wurscht. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und letzten Endes ist es so, meine Damen und Herren, ich kann Sie alle beruhigen. Mir persönlich ist nichts bekannt, kein Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung, dass die Rente, die abschlagsfreie Rente mit für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit mit Rechtsstand 1.7.2014 abgeschafft werden sollte. Ich glaube, das war ein Kompromiss der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Haushaltsverhandlungen, weil ja die FDP auch ganz scharf darauf ist, diese Altersrente abzuschaffen. Das ist so eine Art Überbietungswettbewerb der FDP und der CDU, CSU. So habe ich fast das Gefühl. Aber ich kann Sie beruhigen, es gibt dort keinerlei aktuellen Bestrebungen. Heute ist der 25.07.2024. Ich kann mich immer nur auf das beziehen, was ich hier aktuell sehe und erlebe und kenne. Und im Internet kann ich nichts finden. Bundesregierung hat dazu auch nichts angekündigt. Und ich kann Ihnen nur eins sagen: Wenn die Bundesregierung, die aktuelle, das machen würde, dann wäre das sozusagen ihr Todesurteil. Dann können Sie einpacken, denn dann geht hier der Sturm los in Deutschland und die Sozialverbände und die Menschen werden dann Alarm schlagen und sagen: Freunde, so geht's nicht. Ihr packt euch schon mächtig dicke die Taschen voll, liebe Bundesregierung. Ich denke nur an die 530.000 Euro Flugkosten für die EM und den schön gekühlten Champagner für das nette Abendprogramm, was Sie sich gegönnt haben. Und im gleichen Atemzug dazu kürzen Sie das Bürgergeld bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und machen eine Rolle rückwärts in die Steinzeit, meine Damen und Herren. Also ich denke mal, das wird die Bundesregierung in dieser aktuellen Legislatur nicht machen. Was aber nächstes Jahr ist, nach der Bundestagswahl, ich weiß es nicht. Zuzutrauen ist der CDU, CSU auf jeden Fall alles. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.